Jeder kennt sie. Kaum einer mag sie. Rabenvögel. Obwohl eher scheu, halten sich die schlauen Vögel gerne in der Nähe von Menschen auf. Und manche Menschen tun so einiges, um die krächzenden Anwohner wieder loszuwerden. Diese Kolkraben machen keine Probleme. Ganz im Gegenteil, sie sollen welche lösen. Deshalb leben die großen Verwandten der Krähen hier in der Forschungsstation Heidelhof, einem Kooperationsprojekt der Universität Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Hey, hallo. Hey. Der niederländische Verhaltensforscher Dr. Jörg Maassen ist auf dem Weg zu zwei besonderen Kolkraben. Hey, ja, da komm. Das ist der Horst. Den Horst habe ich mit aufgezogen, selber. Aber die Astrid und ich mögen einander auch ganz gern. Und das ist schon einzigartig, weil die Astrid normalerweise nicht so gut mit Menschen zusammengeht. Aber mir mag sie. Sie hat es ein bisschen gegen anderen Frauen. Das heißt, weibliche Forscher haben ein bisschen schwer mit die Astrid. Astrid hat offensichtlich eine ganz genaue Vorstellung davon, mit wem sie zusammen sein möchte und mit wem nicht. Die Astrid, die war irgendwann mal ganz alleine. Und dann haben wir die Astrid zu der Gruppe gelassen, wo der Horst war. Eigentlich nur, um sie in einer Gruppe von Raben zu haben. Aber die Astrid hat sich dann ziemlich schnell entschieden, ist zu den Horst gegangen und die haben sich gleich ineinander verliebt. Und dann eine Stunde später waren sie schon wirklich gescheit zusammen und haben sie auch wirklich in einen eigenen Bereich gegeben. Nach der Paarbildung leben Kolkraben in Einehe. Das heißt, sie bleiben das ganze Leben lang mit ihrem Partner zusammen. An Horst und Astrid erforscht Jörg Maassen die kognitiven und sozialen Fähigkeiten der Kolkraben. Er möchte herausfinden, wie gut sie kooperieren. Wir stellen ein Futter auf diesem Brett. Und das Futter ist aber nicht erreichbar für die Raben. Wir haben dann zwei Stück Futter, für zwei Raben ein Stück. Aber das ist auf das Brett und das Brett bewegt sich und kann sich zu den Gitter bewegen. Aber nur, wenn die Raben das zu sich ziehen. Und sie können das zu sich ziehen, wenn sie an diesen Schnur ziehen. Diese Schnur geht durch zwei Ösen. Einmal rechts, einmal links. Und sie können das nur, wenn sie wirklich zusammenarbeiten. Weil wenn sie nur an einen Schnur ziehen, haben sie im Endeffekt nur den Schnur im Schnabel. Aber wenn sie gleichzeitig an beide Schnuren ziehen, nur dann bewegt das Brett sich auch. Astrid und Horst haben sehr schnell verstanden, dass sie zusammenhelfen müssen, wenn sie an das Futter gelangen wollen. Die Ergebnisse der Tests belegen, dass Kolkraben zu den intelligentesten Tieren der Erde zählen. Zum Ersten haben wir schon ausfinden können, dass sie es ziemlich schnell geklärt haben. Und im Vergleich zum Beispiel mit Affen, die halt viel Training gebraucht haben, haben die Raben das eigentlich ziemlich schnell ausgefunden. Aber was wir auch gefunden haben, ist, dass sie es nicht mit jedem machen. Oder zumindest nicht mit jedem ganz häufig. Und dass sie bestimmte Präferenzen haben und eigentlich nur mit ihren Freunden zusammenarbeiten.
An der Studie waren 9 Keulgraben beteiligt, die in verschiedenen Kombinationen zusammen insgesamt 1752 Versuchsdurchgänge absolviert haben. Doch nur Astrid und Horst lassen sich dabei von einem Kamerateam filmen. Astrid! Dass die beiden es tatsächlich verstanden haben, zeigt sich, als Horst alleine an der Schnur steht. Er zieht nicht daran, sondern wartet auf Astrid. Kommst du auch? Schimpansen haben über Jahrzehnte in diversen Tests gezeigt, dass sie die wohl intelligentesten Tiere der Erde sind. Da Raben in vielen Tests gleich gut sind, in manchen sogar besser, werden sie auch als fliegende Schimpansen bezeichnet. Was wir weiter auch ausgefunden haben, ist, dass hin und her passiert ist, dass sie, wenn sie kooperiert haben, dass einen von beiden den anderen verjagt und beide Fütterstücke nimmt. Sozusagen unfair mitmacht. Den anderen merkt sich das aber schnell und hört dann tatsächlich auch auf, mit diesem zusammenzuarbeiten. Dieses Spiel dient zur Vorbereitung einer neuen Testreihe. Nur wenn die Raben den roten Deckel an einer bestimmten Stelle abgeben, werden sie belohnt. Später werden 2 Raben durch ein Gitter getrennt. Der eine hat den Deckel, aber keinen Zugang zur Abgabestelle. Der andere hat zwar eine Abgabestelle, aber keinen Deckel. Er kann sich also nur die Belohnung abholen, wenn er vom anderen den Deckel durch das Gitter bekommt. So will man herausfinden, ob Raben uneigennützig kooperieren. Das Almtal bei Grünau in Österreich. Hier wird seit Jahren an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle das soziale Verhalten an frei lebenden Keulgraben erforscht. "250 wilde Keulgraben konnten hier im Laufe der Zeit an Flügeln und Füßen markiert werden, sodass man sie individuell unterscheiden kann. Die tägliche Wildschweinfütterung im angrenzenden Cumberland-Wildpark hat sich als Treffpunkt für Keulgraben etabliert. Bis zu 70 Vögel sind pro Fütterung vor Ort und versuchen, etwas vom Futter der Schweine abzubekommen. Das nutzen die Wissenschaftler wie Matthias Loretto und Jörg Massen. Sie beobachten, welche Raben wie miteinander interagieren. Keulgraben leben die ersten Jahre ihres Lebens in Junggesellengruppen. Diese Gruppen haben eine komplexe soziale Struktur mit einer hierarchischen Rangordnung. Ob und wie sich diese Ordnung durch Freundschaften, Allianzen oder Feindschaften verändert, versuchen die Forscher herauszufinden. Mit den Fotos können die einzelnen Raben durch ihre Markierungen später genau identifiziert werden. Für die Raben ist es wichtig, eine Beziehung zu haben. Wenn man eine Beziehung hat, eine starke Beziehung, wird man höher im Rang. Dann hat man mehrere Privilegien. Und das schauen die Raben sich ganz genau an. Und wenn sie zum Beispiel sehen, dass ein von ihren Feinden anfängt, eine Beziehung zu machen, dann kommen sie dazwischen. Dann versuchen sie, das zu verhindern. Denn 2 oder mehrere niederrangige Raben können durch eine Beziehung miteinander einem höherrangigen Raben in der Gruppe durchaus gefährlich werden und seine Stellung in der Gruppe verschlechtern. Im Gegensatz zu den Keulgraben kommen deren kleinere Verwandte, die Rabenkrähe und die Saatkrähe, auch in die Städte. In der Stadt Puchheim brüten im Bereich des Friedhofs seit etwa 8 Jahren Saatkrähen. Die Anzahl der Nester stieg mit den Jahren deutlich an. Saatkrähen brüten in Kolonien. 2016 umfasste diese hier 330 Nester, 2017 bereits 406. Im Februar beginnen die Saatkrähen mit dem Nestbau. Dazu sammeln sie Zweige und Blätter. Der hellgraue Schnabelansatz ist das Kennzeichen der Saatkrähe. Geeignetes Nistmaterial ist sehr begehrt und gerade in Städten nicht immer leicht zu finden.
Deshalb kommt es vor, dass Saatkrähen ein bereits fertiges Nest in der Kolonie zerlegen, um die geplünderten Zweige für ihr eigenes Nest zu verwenden. Das Treiben hinterlässt Spuren. Die Anwohner fühlen sich durch den Vogelkot und das laute Gekrächze der Vögel belästigt. Sogar eine Bürgerinitiative wurde gegründet. Deren Sprecherin Dana Fritzenschaft wohnt neben der Kolonie. Der Dreck, der ist auch schlimm. Aber die Lautstärke, wenn man um 5 Uhr in der Früh geweckt wird, bis abends, ist furchtbar. Also den hält man kaum aus. Die Sache ist ja im Endeffekt, dass du Sachen, die du selber nicht beeinflussen kannst, die gehen auf die Nerven. Und ich kann ja die Krähe nicht abstellen. Das ist ja das Problem. Und wenn es 1000 Krähen sind, dann ist es ein großes Problem. Die Biologinnen Monika Sepp und Monika Duffner vom Umweltamt der Stadt Puchheim sind mit der undankbaren Aufgabe betraut, den Konflikt zu lösen. Viele Maßnahmen wurden in den letzten Jahren schon ausprobiert. So richtig funktioniert hat bisher noch keine. Ziel ist es jetzt, die Saatkrähen, die nahe an den Häusern brüten, wegzudrängen. Dahin, wo sie keine Anwohner stören. Klar, mir tun die Saatkrähen tatsächlich auch mal so ein bisschen leid, aber es ist halt einfach die Hoffnung, dass irgendwann die Tiere lernen, dass sie weiter hinten im Wäldchen in Ruhe gelassen werden. In den Bäumen entlang der Straße werden die bisher gebauten Nester der Saatkrähen entfernt. Martin Fischbacher darf das mit einer Ausnahmegenehmigung, die bis zum 15. März gilt. Denn Saatkrähen sind besonders geschützt. Bis Mitte März kann man davon ausgehen, dass sich noch keine Eier in den Nestern befinden. Sollten dennoch schon Eier vorhanden sein, würde er dieses Nest nicht beseitigen. Das Entfernen der Nester wurde auch schon im Vorjahr praktiziert, ohne Erfolg. Die Vögel haben sie schnell wieder neu gebaut. Doch dieses Jahr gibt es noch einen zusätzlichen Plan, der den Neubau verhindern soll. Wir packen jetzt 3 Bäume ein, möglichst gut, und schauen uns das an. Ich glaube nicht, dass es was ist, was man im größeren Maßstab machen kann. Dafür ist es viel zu aufwendig, aber vielleicht, wenn jetzt so richtige Hotspots sind, wo man sagt, da hat man sonst 13 Nester in so einem Baum, dann macht es da vielleicht schon Sinn, dass man das so macht. Eine Netzabdeckung erhalten erstmal nur die 3 Hauptnistbäume an der Straße. Die Netze sollen die Saatkrähen am Zugang zu den Kronen der Bäume hindern, damit sie sich einen anderen Baum im Inneren des Wäldchens zum Nisten suchen. Soweit die Theorie. Die Arbeiter geben ihr Bestes. Doch es zeigt sich schnell, dass es unmöglich ist, die Kronen der mächtigen Bäume krähendicht einzupacken. Besser als so den Baum eingepackt haben, mit Sicherheit nicht. Also besser als so hier. Ja, das ist ja der also fertige das ist ja, Baum. Genau. Und kaum sind die Arbeiten beendet, haben auch schon die ersten Saatkrähen einen Zugang durch das Netz gefunden. Sofort wird auch wieder mit dem Nestbau begonnen. Doch manche der eigentlich schlauen Vögel haben Probleme, den Weg durch das Netz zu finden. Da sie die anderen Krähen unter dem Netz sehen, wollen sie unbedingt dazu. Manche versuchen, auf dem direkten Weg durch das Netz zu gelangen. Ein gefährlicher Weg für die Vögel. Sie könnten sich im Netz verfangen. Sollte tatsächlich so etwas passieren, müsste das Netz sofort entfernt werden. Ein weiterer Rabenvogel, der bei den Menschen nicht sonderlich beliebt ist, die Elster.
Und das, obwohl sie als Aasfresser mit der Beseitigung toter Tiere eine wichtige ökologische Funktion ausübt. Nur selten findet man noch in der offenen Feldflur mehrere Elstern an einer Stelle, wie hier an den Resten eines überfahrenen Rehs. Schuld daran ist nicht der Mäusebussard. Der schlägt keine Elstern. Er möchte lediglich auch etwas von dem Reh abhaben. Den Elstern passt das so gar nicht. Doch der Greifvogel lässt sich auch durch das Zwicken in seine Schwanzfedern nicht vertreiben. Die Gründe, warum die Elstern in ihrem klassischen Lebensraum immer weniger anzutreffen sind, liegen woanders. Eine intensive Landwirtschaft, die Rodung von Hecken sowie die Jagd auf die Elstern haben den Lebensraum Feldflur in weiten Teilen unattraktiv werden lassen. Aas spielt im Nahrungsspektrum der Elster nur eine untergeordnete Rolle. Ihre Hauptnahrung besteht zu etwa 90% aus Insekten und deren Larven. Sie sind richtige Schädlingsbekämpfer. Die Elstern treibt es in die Städte. Und dort kommen die schlauen und anpassungsfähigen Vögel bestens mit der modernen Zivilisation zurecht. Im Müll, an Komposthaufen sowie auf Schulhöfen finden sie reichlich Nahrung. Zudem werden sie in der Stadt nicht bejagt. Und ihr Hauptfeind, der Habicht, meidet die Städte. Deshalb bauen die Elstern hier auch relativ offen ihre Nester. Das Elsternnest hat ein Dach und sieht aus wie eine Kugel. Es werden mehrere Nester errichtet, aber nur eines letztendlich genutzt. Die leerstehenden nehmen andere Vogelarten wie Turmfalke oder Waldohreule, die selbst keine Nester bauen, zum Brüten. Das Elsternweibchen brütet alleine. In dieser Zeit wird es vom Männchen mit Nahrung versorgt, vorwiegend mit Insekten, Spinnen, Schnecken und Würmern. Ein kleiner Teil besteht aus Eiern und den Jungen anderer Singvögel. Dieses Verhalten hat den Elstern einen schlechten Ruf eingebracht. Das liegt vor allem an der Amsel, deren Brutgeschäft jeder Gartenbesitzer mitbekommt. Da die meisten Gärten sehr übersichtlich gestaltet sind, kann sie ihr Nest kaum verstecken. So können die Menschen die Entwicklung der Amseljungen gut mitverfolgen und bekommen es mit, wenn eine Elster zuschlägt. Zudem zeigt die Amsel ein Verhalten, das die schlauen Elstern, die die Gegend gerne von einem Dach aus beobachten, sich zunutze machen. Die Amsel fliegt ihr Nest immer direkt an und verrät es dadurch. Die meisten übrigen Heckenbrüter fliegen an einer anderen Stelle in die Hecke und hüpfen erst im Schutz der Hecke zu ihrem Nest. Einen spürbar negativen Einfluss auf die Amselpopulation oder die anderer Singvogelarten hat die Elster nachgewiesenermaßen nicht. Bemerkenswert ist, dass das Eichhörnchen, das ein viel stärkerer Nesträuber als die Elster ist, einen guten Ruf genießt. Auch bei Tieren geht es offensichtlich ums Image. Wer ein Fell hat und putzig ist, kann nicht böse sein. In der Saatkrähenkolonie in Puchheim sitzen die Vögel auf ihren Eiern und brüten. Die Netze wurden nach 10 Tagen wieder entfernt, nachdem 2 Vögel hängen geblieben waren und gerettet werden mussten. Monika Duffner hat sich etwas Neues überlegt. Einige Eier aus den Nestern sollen durch Gipseier ersetzt werden. Also die Gipseier gibt es natürlich zu kaufen. Das sind eigentlich als Taubeneier werden die verkauft. Die sind aber von der Größe her passend, die ist sehr gut. Und dann haben wir sie tatsächlich bemalt. Händisch bemalt. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Doch um die Eier auszutauschen, muss man mit der Hand direkt ins Nest langen können. Wir wissen ja nicht, ob wir rankommen an die Nester. Das ist natürlich jetzt das, was es schwierig macht mit dem Hubsteiger. So nah, also bis jetzt haben wir ja Nester entfernt. Das heißt, das hat man mit einer Stange gemacht. Das heißt, man muss ja dann nicht so nah an die Nester ran. Aber jetzt müssen wir ja richtig ran und die Eier entnehmen können. Und ob das bei allen Nestern funktioniert, das ist natürlich die Frage. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Musik
Eingegriffen wird nur in die Nester auf den Bäumen direkt an der Straße. Monika Dufner musste diese Maßnahme von der Regierung von Oberbayern genehmigen lassen. Entsprechend der Genehmigung muss diese bis spätestens 31. März durchgeführt werden. Sonst könnten die Jungen in den Eiern schon zu weit entwickelt sein. Ob Saatkrähen auf Gipseier hereinfallen und diese wie eigene bebrüten, ist nicht bekannt. Für Monika Dufner ist es aber einen Versuch wert. Sie hofft so auf sanfte Weise, die Saatkrähenzahlen zu reduzieren. Okay, jetzt ist nicht so einfach. Okay. Okay, legen wir die da hinten hin. So. Es wird nicht in allen Nestern das Gleiche gemacht. Insgesamt werden 4 verschiedene Varianten ausprobiert. Bei Variante 1 verbleibt ein echtes Ei im Nest und alle übrigen Eier werden durch Gipseier ersetzt. Bei Variante 2 bleibt eine Hälfte der vorhandenen Eier im Nest, die andere Hälfte wird ersetzt. Bei der dritten Variante wird ein Teil der Eier entnommen, ohne sie zu ersetzen. Und bei der vierten Variante werden alle Eier entnommen, sodass ein leeres Nest zurückbleibt. Die Nester werden markiert und es wird genau notiert, welche Variante bei welchem Nest angewendet wurde. Super. Genau, dann fahren wir wieder, tauschen wir wieder Platz. Kommen wir von hier jetzt nirgends hin, gell? Keine weiteren Nester? Das ist zweit. Nee, das ist zweit, das lassen wir. Mit gemischten Gefühlen fährt Monika Dufner wieder nach unten. Also die warmen Eier aus dem Nest zu tun, das fällt mir schon schwer, das muss ich schon sagen. Also das ist, wenn man spürt, also man spürt natürlich jetzt nicht das Leben, aber man weiß natürlich, dass dann da natürlich ein Tier entstanden wäre. Also es schmerzt mich schon. Über Garmisch-Partenkirchen thront die Zugspitze. Mit ihren fast 3000 Metern ist sie der höchste Berg Deutschlands. Und auch hier lebt ein Vertreter der Rabenvögel. Die Alpendohle. Die Hochgebirgsbewohner sind ausgezeichnete Flieger. Geschickt und elegant nutzen sie Thermik oder Aufwinde für ihre teils akrobatischen Flugkünste. Charakteristisch für die Alpendohlen sind ihre roten Beine und ihr leuchtend gelber Schnabel. Gut 500 Meter unterhalb des Gipfels liegt die Sonnalpinhütte. Hier suchen die Alpendohlen ganz gezielt die Nähe der Menschen. Sie verwenden Teile des Dachs als Polstermaterial für ihr Nest. Denn auch hier oben beginnt jetzt die Brutzeit. Das Nest entsteht in der Regel in Felsspalten oder in kleinen Felshöhlen. Beide Partner errichten es gemeinsam und nutzen es meist über viele Jahre. Auch Alpendohlen leben in einer monogamen Einehe. Doch der Hauptgrund, warum hier so viele Alpendohlen zusammenkommen, ist ein anderer. Sie lauern und warten auf den richtigen Moment.
Ihr Ziel sind Essensreste oder kurzzeitig unbeaufsichtigte Teller. Besonders Pommes frites haben es den Allesfressern angetan, wobei sie Mayonnaise, Ketchup eindeutig vorziehen. Gesund dürfte diese Art der Ernährung auf Dauer nicht sein, aber die Alpendohlen scheinen damit gut zurechtzukommen. Schließlich ernähren sie sich nicht nur davon. Und zu trinken gibt es hier oben genug. Der Schlosspark im schwäbischen Laupheim. Hier und in anderen Parkanlagen sowie den drei Friedhöfen der Stadt nisten seit Jahren Saatkrähen. Auch hier hat der Unmut wegen des zahlreichen Vogelkots und des lauten Gekreischs in Häusernähe massiv zugenommen. Die Stadt Laupheim hat sich jedoch für einen anderen Weg als Puchheim entschieden. Die Falkner, Leo Mandelsberger und Lilly Hartmann sollen hier das Krähenproblem lösen. Und zwar mit Hilfe eines Lanner-Falken. Dieser bekommt zuerst einen GPS-Sender angesteckt, damit er wiedergefunden werden kann, sollte er wegfliegen. Jetzt lässt man den Vogel erst einmal anfliegen Richtung Park, nimmt den Federspiel und im Park reinfliegen und dann Federspiel weg und dann greift er einmal über den Park und schaut sich die Krähen an. Vielleicht, dass er verfolgt. Und das Gewicht so eingestellt, dass er eigentlich keine schlagt. Gewicht einstellen bedeutet, der Falke hat so viel zu fressen bekommen, dass er ein bestimmtes Körpergewicht hat. Je nach Grad seines sich daraus ergebenden Hungergefühls ist er unterschiedlich aggressiv. Sein heutiges Gewicht ist so, dass er die Krähen nur aufscheucht. Das ideale Einsatzgewicht des Falken ist ein Erfahrungswert, der sich im Laufe der Einsätze herauskristallisiert. Das Ziel des Falkeneinsatzes ist es, die Saatkrähen zu beunruhigen. Sie sollen sich an diesem Brutplatz unsicher fühlen und ihn aufgeben. Während der Nestbauphase der Saatkrähen lässt Leo Mandelsberger seine Greifvögel mehrere Wochen lang mehrmals täglich fliegen. Die wichtigste Voraussetzung für so eine erzwungene Umsiedlung ist, dass in der Umgebung geeignete Ersatzbrutplätze vorhanden sind. Dort müssen die Saatkrähen dauerhaft bleiben und in Ruhe brüten können. Finden müssen sie diese Plätze allerdings selbst. Leo Mandelsberger lässt zum Schluss den Falken die Beuteattrappe an der Schnur, das sogenannte Federspiel, fangen. So wird die Aktion beendet. Anschließend bekommt der Greifvogel eine Belohnung. Da die Saatkrähen doch wieder zu ihren Nestern zurückkehren, ist der Falkner mit dem Einsatz nicht zufrieden. Der Falke hat eine gewisse Unruhe verbreitet. Nicht ganz so, wie wir es eigentlich wollten. Wir müssen wahrscheinlich morgen dann einen anderen Falken einsetzen, der da etwas härter rangeht, dass die Krähen wirklich diese Nester noch letztendlich verlassen. Ich meine, jetzt ist ja wieder Ruhe da, also nicht ganz so viel, aber ich will die da schon ganz wegbringen noch. Und müssen wir morgen einen anderen Vogel einsetzen, wahrscheinlich unseren Wanderfalken, und dass wir die Krähen einfach noch mehr Druck machen in diesem Bereich. An allen übrigen Plätzen in Laupheim konnte er die Saatkrähen bereits vertreiben. Als Krähengegner sieht er sich aber nicht. Ganz im Gegenteil.
Ich habe als kleiner Bursche immer alle verschiedenen Krähenarten großgezogen und zusammengemacht und mit denen über Jahre hantiert und mit denen ich eigentlich eine beste Freundschaft gehabt. Also Krähen sind auch in dem Sinn, also in sagen keine schlechten Vögel, nur weil sie schwarz sind, sind eigentlich extrem kluge Vögel und total interessant auch für den Menschen. Und so auch die Nähe vom Menschen sieht man ja. Der Vortrieb generell war immer schon bei solchen Aktionen, die Falknerei sinnvoll und richtig einzusetzen, statt wie bei anderen Methoden, wo man dann gleich schreit, alle abschießen oder vergiften oder alle einfangen oder alle erschlagen oder diese üblichen Parolen. Jeden Morgen kontrolliert er an seinen Einsatzorten wie diesem Friedhof in Laubheim, ob die Krähen wieder zurückgekommen sind. Haben wir auch durch einen starken Vogeleinsatz die Krähen überreden können, dass sie wegfliegen und haben anscheinend die Nester selber abgerüstet. Und eine Übertragung in Sichtweite ist eine neue Kolonie mit 70 Nester. Da haben die wahrscheinlich die Nester abgerüstet und drüben gleich einen Eichhüball, weil wir es gemerkt haben, das bringt doch nichts. Diese neue Kolonie liegt unmittelbar an der B30. Hier stören die Saatkrähen in der Tat niemanden. Leo Mandelsberger meidet diesen Ort, denn die schlauen Vögel verknüpfen ihn schon mit seinen Falken. Und er möchte die neue Kolonie unter keinen Umständen durch sein Erscheinen beunruhigen. Damit das Projekt dauerhaft erfolgreich sein kann, müssen auch Landwirte und Jäger die neuen Kolonien absolut in Ruhe lassen. In Puchheim sind die jungen Saatkrähen geschlüpft. Die Eltern suchen auf Wiesen und Feldern nach Insekten und Würmern für ihre Jungen. Der Name Saatkrähe ist irreführend, denn Saatgut fressen die Tiere nur sehr selten. Inzwischen sind auch die Ergebnisse der Ei-Austauschaktion der Stadt Puchheim ausgewertet. In den Nestern, in denen noch mindestens ein echtes Ei war, haben die Vögel weitergebrütet und ziehen das oder die Jungen auf. Es wurden keine Eier nachgelegt. Dagegen haben in den Nestern, aus denen alle Eier ohne Ersatz entfernt wurden, die Saatkrähen bis zu 5 Eier nachgelegt und auch ausgebrütet. Das zeigt, um die Zahl an Jungvögeln zu verringern, wäre es am effektivsten, alle Eier bis auf eines aus den Nestern zu entfernen. Da jedoch nur in einen geringen Teil der Nester eingegriffen werden kann, die meisten sind nicht zugänglich, wird diese Maßnahme die Konflikte vor Ort kaum lösen. Das Tierheim München. Hier herrscht ab Mai Hochbetrieb. Vor allem Biologin Lydia Schübel, die Teamleiterin der Wildtierstation, hat jetzt alle Hände voll zu tun. Nahezu täglich werden ihr junge Rabenvögel gebracht, wie diese Elster. Ihr Ziel ist es, die Vögel so aufzuziehen, dass sie wieder ausgewildert werden können. Eine zu enge Beziehung versucht sie zu vermeiden. Die Tiere kriegen bei uns keine Namen, weil sie ja Wildtiere sind und nicht zu vermenschlicht werden sollen. Und der wird jetzt erst einmal im Brutkasten aufgezogen, bis er Federn gekriegt hat. Dann kommt er in den Käfig, bis er ein bisschen selber fressen kann. Und dann kommt er in eine Voliere. Und von dort aus dann in eine Auswilderungsstation und wird dann dort noch 3 Wochen in der Voliere gehalten und dann ausgewildert. Um ein Unterkühlen des Jungvogels zu verhindern, kommt er nach dem Füttern wieder in den beheizten Brutkasten. Aber Lydia Schübel hat noch mehr Hungrige zu füttern. Die etwa 4 Wochen alten Saat- und Rabenkrähen fressen noch nicht selbstständig aus einer Schüssel und bekommen deshalb ihr Futter mit der Pinzette verabreicht. Hey.
Die schon flüggen, etwa 6 Wochen alten Jungkrähen fressen bereits eigenständig. Warum landen so viele junge Rabenvögel im Tierheim? Sind ihre Eltern etwa gar Rabeneltern? Eigentlich sind Raben sehr gute Eltern. Die kümmern sich sehr lange um ihre Jungen. Und wenn wir welche kriegen, die einfach abgemagert sind und nicht mehr von den Eltern versorgt werden, dann ist es meist, weil den Eltern irgendwas zugestoßen ist. Das habe ich noch gewusst. Da das Tierheim keine Möglichkeit hat, Rabenvögel vernünftig auszuwildern, werden diese, sobald sie selbstständig fressen, an Spezialisten wie Willi Holzer abgegeben. In dem Pappkarton können sich die Vögel während des Transports nicht verletzen und verhalten sich ruhig. Ja, ja, dann hoffen wir, dass wir es gut durchbringen. Ja, das okay? Stimmt. Okay. Sind nicht dick gefüttert. Gut, also dann. Ciao, servus. Ciao. Danke dir. Willi Holzer unterhält bei Freising eine Auffangstation mit großen Volieren. Hier werden vor allem aufgefundene Greifvögel wieder fit für die Freiheit gemacht. Wenn der ausgebildete Falkner gerade Platz hat, bereitet er auch Elstern aufs Auswildern vor. Momentan gleichen die Wildvögel noch eher zahmen Haustieren. Doch das wird sich schnell ändern. Die Elster ist jetzt natürlich mit der Hand gefüttert worden und sie wartet eigentlich immer auf das Futter und ist deshalb auch nicht scheu jetzt vor den Menschen, was natürlich jetzt verhindert werden soll. Das heißt, also in der nächsten Zeit werden sie nicht mehr mit der Hand gefüttert. Die meisten Vögel, die Willi Holzer in seiner Station pflegt, wurden erst durch negative Einflüsse von Menschen hilfsbedürftig. Er möchte den Wildvögeln eine zweite Chance geben. Ja, es ist ja auch vom Tierschutzgesetz her nicht erlaubt, dass man Tiere, die überlebensfähig sind, eben einschläfert. Und auch eine Dauerhaltung in den Käfigen oder Volieren und so weiter finde ich nicht für in Ordnung. Wildvögel können eben einfach in die freie Wildbahn raus. Bis dahin werden noch einige Wochen vergehen. Die Volieren haben keine Gitterwände, damit sich die Vögel nicht ihr im Wachstum noch sehr empfindliches Federkleid verletzen können. Zu fressen bekommen die Jungvögel alles angeboten, was sie in freier Wildbahn finden könnten. Zum Beispiel auch Vogeleier. Denn der richtige Umgang damit muss erst erlernt werden. Die sozialen Vögel zeigen keinerlei Futterneid. Zwischenzeitlich hat Willi Holzer noch 2 weitere Elstern und einen Eichelhäher aufgenommen. Und dann ist der Tag für den nächsten Schritt gekommen. Das Federkleid hat sich gut entwickelt und ist jetzt robust genug, um diese Fangaktion unbeschadet zu überstehen. Bevor die Elstern endgültig in die Freiheit entlassen werden, kommen sie in die eigentliche Auswilderungsvoliere, die außerhalb einer Ortschaft in einem abgesperrten, verwilderten Garten liegt. Da das Federkleid jetzt bereits voll entwickelt ist, ist das Gitter unbedenklich. Zudem wurde es im oberen Bereich mit Fichtenzweigen verhängt. Das Gitter ist jetzt wichtig, denn die Vögel sollen die neue Umgebung, in die sie entlassen werden, von der Voliere aus erstmal kennenlernen. Würde Willi Holzer die Elstern direkt aus der Transportschachtel in die freie Wildbahn entlassen, würden sie orientierungslos und panisch davonfliegen. Ja, also ich bin sehr überrascht, dass die also sich so schnell an das gewöhnt haben.
Und man sieht ja auch dann, wenn sie sich schütteln und so weiter, dass sie eigentlich relativ wohlfühlen drin. Und ich bin also sehr guter Dinge, dass das auch klappt mit der Auswilderung dann. Nach 2 Tagen ist es dann soweit. Neben der Voliere legt Willi Holzer Futter auf eine Plattform. Hier werden die Elstern auch in den nächsten Wochen immer etwas zu fressen finden. So fällt ihnen die Umstellung auf die völlige Selbstverantwortlichkeit etwas leichter. Dann wird die Klappe der Voliere geöffnet. Wer glaubt, die Vögel hätten nichts anderes im Sinne, als fluchtartig die geöffnete Voliere zu verlassen, hat sich getäuscht. Stunde um Stunde vergeht. Nach über 4 Stunden verlässt die erste Elster die Voliere. Und erst nach einer weiteren Stunde folgt ihr die zweite. Ja, mich freut es einfach nur, dass sie wieder draußen sind. Man hat sie jetzt lang gepflegt und aufgezogen. Und ich glaube, dass sie jetzt gute Chancen haben. Sie sind sehr menschenfeindlich, möchte ich fast sagen. Und das ist auch wichtig draußen, dass sie sich nicht also an Menschen gewohnt haben, sondern einfach selbstständig jetzt sind. In Puchheim sind die jungen Saatkrähen ausgeflogen. Gemeinsam mit ihren Eltern sitzen sie auf den Feldern. Die Jungen werden noch viele Wochen von den Altvögeln versorgt. Bis zur kompletten Selbstständigkeit vergehen noch Monate. Doch wie sieht die Zukunft aus? Müssen auch in Puchheim die Saatkrähen weichen? Die klugen Schwarzen werden weiterhin die Nähe der Menschen suchen. Die Lösung der daraus resultierenden Konflikte sollte so gestaltet werden, dass nicht nur die Menschen damit leben können. Die klugen Rabenvögel haben einen respektvollen Umgang verdient.